Teil 2 meiner Geschichte des Wissensmanagements. Ich würde die überschreiben als die Entstehung meiner ethischen Grundeinstellung. Begonnen hatte das Ganze mit der Berufsausbildung 1984 bis 1987 zum Elektromonteur mit Abitur. Das habe ich im Numerika Markstadt durchgeführt und hatte die Theorie im Robotron Buchens Maschinenwerk Chemnitz. Numerik hat speicherprogrammierbare Steuerung für CNC-Maschinen hergestellt, also so computergestützte Werkzeugmaschinen. Und Robotron Buchens Maschinenwerk war eins der Computerunternehmen des ehemaligen Ostblocks. Das hat also dazu geführt, dass ich in der Ausbildung sehr viel mit Assemblerprogrammierung, Elektronik, aber auch mit ersten Textverarbeitungen, allerersten Bild- und Grafikverarbeitung des damaligen Kleinkomputers KC85-2 zu tun hatte und auch mit der weiteren Technik, die für speicherprogrammierbare Steuerung eingesetzt wurde. Meine Spezialisierung war damals im Bereich Prüfprogrammentwicklung, also auf solchen Hauptplatinen zu erkennen, wo liegen Fehler vor, Kurzschlüsse, kaputte Speicher und Register oder kaputte CPU-Berechnungen. Damals wurden noch in den Schaltkreisen selber getestet, ob die einwandfrei funktionieren, das wird auch alles repariert. Entscheidender war aber der Punkt, dass ich dann für meinen Grundwehrdienst von den 18 Monaten bei der Nationalen Volksarmee aufgrund meiner Elektronik- und Computerkenntnisse dafür eingesetzt war, Zivilbeschäftigte und Offiziere in diesen Bereichen auszubilden, hatte also eine gewisse Sonderstellung dazu, habe aber auch einige Abläufe innerhalb von einer Armee und Befehlsstrukturen in der Zeit selber mitbekommen und verinnerlicht. Zurück von der Armee, also Anfang 89, kam die große Zeit dieser Erfahrungen und ersten Kontakte zum Internet. Das heißt, es gab den ersten U8000, das war ein Unix-basierter Server für eine gesamte Abteilung mit Netzwerkstrukturen, mit einer 20 Megabyte Festplatte. Man hatte also das Gefühl, ab jetzt kann man unendlich viele Daten, nicht nur von der Abteilung von jetzt bis zu ewiger Zeit darauf speichern, sondern es war auch die Zeit, wo es über das Newsnet das erste Mal die NetNews eingeführt wurden, womit für uns als Entwickler die Möglichkeit bestand, mit anderen Entwicklern selbst in den USA zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen. Ab dem Moment war praktisch der eiserne Vorhang für die Kommunikation, für den Wissensaustausch teilweise offen gewesen, was uns das Gefühl gegeben hat, ab jetzt steht alles offen. Gleichzeitig war das die Zeit, wo man die Erfahrung gesammelt hat, warum Marktwirtschaft wahrscheinlich das bessere Gesellschaftsmodell ist. Man hat also erlebt, wie zum Beispiel ganze Werkhallen stillstanden, weil die Mitarbeiter auf einen 1 Kilo-Ohm Widerstand von einem Zulieferer gewartet haben und dort statt zu überlegen, was im Vorfeld schon gemacht werden kann, einfach Karten gespielt und gewartet haben, weil sie haben ja ihr Gehalt sowieso bekommen. Auf der anderen Seite hat man erlebt, wie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ihre eigenen HiFi-Anlagen entwickelt, eingemessen haben. Aus dem Selbstverständnis hinaus, wir verdienen weniger als die Arbeiter in der Produktion unten, haben 5 Jahre Einkommen durch unser Studium verloren. Also steht uns das auch zu, dass wir jetzt unsere Kompetenz nutzen können, um unsere privaten Dinge auch mit der Arbeit zu vermischen und uns diese HiFi-Anlagen zu bauen. Also das hat damals das Gefühl entwickelt, das konnte nicht gut gehen. Und die dritte Komponente war, dass man sein ganzes Leben bis dahin immer 19.30 Uhr die aktuelle Kamera und 20 Uhr die Tagesthemen angesehen hat und die Erfahrung gesammelt hat, nirgendwo bekommt man die Wahrheit erzählt. Man war also von Anfang an darauf angewiesen, seine eigene Wahrheit irgendwo zwischen diesen Nachrichten zu finden. Was natürlich auch zu der Erkenntnis geführt hat, dass einem eine Tagesschau genauso die Taschen vollhaut wie die aktuelle Kamera. Und warum sollte sich das mit der Wende geändert haben, sodass man natürlich auch heute den Nachrichten und Medien und den Politikern natürlich entsprechend skeptisch gegenübersteht. Ergänzt wurde das dann noch durch die Aufnahme vom Studium, dahin ist man damals delegiert worden zu seinem Unternehmen. Das war für mich der Fachbereich Physik, elektronische Bauelemente, also Mikroelektronik, Chipentwicklung. Und mit der Wende, die ja 89 dann im Herbst stattfand, konnte ich dann auch in die Informationstechnik wechseln, also eine Mischung zwischen Informatik und Elektronik. Von Anfang an war ich dann in der Redaktion der politischen Studentenzeitung, das Organ, tätig.
Und dadurch hatte man ganz viel mit Rektorat, mit Professuren, mit Lehrstühlen und Ähnlichem zu tun in dieser Wendezeit, hat miterlebt, wie viele die sogenannten Wendehälse plötzlich sofort CDU, SPD-Mitglieder und Ähnliches wurden und wie auch diejenigen verfolgt worden sind im Lehrstuhl, die zu ihrer Überzeugung standen, fachlich zwar einwandfreie Arbeit geleistet haben, aber nicht schnell genug CDU-Mitglied geworden sind. Auch das hat natürlich sein Selbstverständnis, das Weltbild deutlich mitgeprägt, wenn man das 5 Jahre an der Uni aus Sicht von einem Redakteur einer politischen Studentenzeitung miterlebt hat und sich dadurch natürlich eine eigene Meinung gebildet hat, was in der Gesellschaft gewünscht ist, was unterstützt wird und wie unser politisches System und Gesellschaftssystem jetzt auch in der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Ich hoffe, dieser zweite Abschnitt gibt jetzt einen Einblick, wie so mein ethisches Grundverständnis zu Gesellschaft, Umgang mit Wissen und politischen Themen und ethischen Themen vor allen Dingen entstanden ist.